Herzlich willkommen zurück bei Rheinsport. Schwarz-Weiß Neuss und der Düsseldorfer HC sind leider beide in der ersten Hockey-Bundesliga in die Abstiegsrunde gekommen. Darüber hatten wir in den letzten Wochen schon berichtet. Am Wochenende standen jetzt die letzten beiden Spieltage auf dem Programm und damit natürlich auch die entscheidenden Spieltage. Für die Neusser war der Weg zum rettenden Ufer weit. Ein Sieg gegen den Harvesterhuder THC am Samstag war Pflicht, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Hier sind die Höhepunkte des Spiels. Die Neusser waren vor dem Wochenende das Tabellenschlusslicht der Abstiegsrunde und müssen ausgerechnet gegen das bisher stärkste Team, den Harvesterhuder THC, antreten. Für das Team von Andreas Bauch ist es die letzte Chance, den Abstieg zu verhindern. Die Neusser in Weiß zeigten direkt zu Beginn, dass sie noch an ihre Chance glauben. Moritz Fuhrmann mit einem leichtfertigen Ballverlust und die Schwarz-Weißen nutzen den Fehler eiskalt aus. Bei diesem Start nach Maß freuen sich auch die Spieler auf der Neusser Bank. Tolles Solo von Tim Blasberg, Christian Steins lenkt den Ball ins leere Tor. Nur zwei Minuten später erobern die Hamburger den Ball. Benjamin Stanzel ist nicht mehr vom Spielgerät zu trennen und macht den Ausgleich. Philipp Weide strauchelt und kann deshalb nicht mehr eingreifen. Torwart Martin Wagner rutscht der Ball durch die Beine. Die Gäste machen jetzt weiter Druck auf das Neusser Gehäuse. Sebastian Fellers Schlagschuss geht haarscharf über das Tor. Fehler auf beiden Seiten ermöglichen immer wieder hochkarätige Chancen. Hier scheitert Lukas Blasberg gleich zweimal am Hamburger Goalie. In der 30. Spielminute hat Neuss erneut die Chance zur Führung. Sebastian Dragun verwandelt die Strafecke und bringt sein Team wieder in Führung. Trainer Andreas Bauch ist dennoch unzufrieden. Fakt ist, die erste Halbzeit war nicht sonderlich gut gespielt, von beiden Partien nicht, wo wir ein schönes Türchen machen am Anfang, auch wieder ein blödes Tor reinkriegen, wo wir einfach wieder Geschenke verteilen, wo wir Sachen vorher besprochen haben, die nicht umgesetzt worden sind. Die Mimik des Neusser Trainers verspricht nichts Gutes. Sein Team baut in der zweiten Hälfte deutlich ab. Hamburg spielt den Ball vors Tor und schon ist die Führung dahin. Benjamin Stanzel gleicht zum zweiten Mal aus und bringt seine Farben zum Jubeln. Der beste Akteur der Hamburger steht völlig frei vor dem Neusser Kasten. Die Zuschauer sehen weiterhin ein offensiv geführtes Spiel mit tollen Paraden. Bei Neuss rettet Martin Wagner mit der Stockhand. Auf der anderen Seite kann Marc Ducho in letzter Sekunde noch mit der Hand parieren. Am Ende hatten dann aber doch die Hamburger das entscheidende Glück auf ihrer Seite. Flanke von links und die Führung für die Hamburger. Der Jubel ist bei den Gästen entsprechend groß. Paul Pongs schlägt den Ball aus der Luft ins Tor und besiegelt damit den Abstieg der Neusser. Das 2-3 ist natürlich bitter, das ist, also muss man ganz klar sagen, da haben wir den Ball wieder. Und das sind wieder kleine Fehler, die werden bestraft. Und die Saison werden wir für jeden Fehler so ungefähr bestraft. Und wir schaffen es nicht, die Fehler der anderen zu bestrafen. Und folgerichtig steigt man ab. Da muss man einfach auch ganz ehrlich zu sagen, es hat nicht gereicht. Auch im letzten Spiel gegen Frankenthal hat es für Andreas Bauch und Co. nicht mehr zum Sieg gereicht. Mit einer 5-3 Niederlage verabschieden sich die Neusser zumindest für eine Saison aus der ersten Bundesliga. Der Harvesterhuder THC dagegen ist auf dem besten Weg, den Klassenerhalt zu sichern und will auch die Düsseldorfer in die Schranken weisen. Wir haben uns natürlich gewünscht, dass wir heute schon durch sein können, aber durch das Unentschieden und dann den Penalty-Sieg der Frankenthaler ist es noch nicht so. Deshalb müssen wir uns voll auf morgen konzentrieren und werden morgen auch wieder in Düsseldorf voll auf Sieg spielen. Denn auf dem Platz des DHC am Seestern fällt dann die nächste Entscheidung im Kampf gegen den Abstieg. Tja, und damit sind wir auch direkt schon beim nächsten Thema. Liebe Zuschauer, oder besser gesagt beim selben Thema, aber beim nächsten Spiel. Leider hat es für die Neusser nicht gereicht. Für